Die Europäische Union hat beschlossen, mehr Geld für die Sicherheit der europäischen Bürger bereitzustellen. Aus diesem Grund gibt es den European Defence Fund, gefüllt mit 13 Milliarden Euro. Wir haben hier in Brüssel einen Experten getroffen, der den European Defence Fund erklären kann und der selbst während der Vorsitzführung Österreichs hier wesentlich bei den Verhandlungen beitragen wird. Der Europäische Verteidigungsfonds ist ein Fonds, der sich mit Forschung und Fähigkeitenentwicklung in Europa in Verteidigungsfragen beschäftigt. Ein Paradigmenwechsel im Bereich der Kommission. Es wird Geld in die Hand genommen, 13 Milliarden Euro für die nächsten Jahre, um hier Forschungsprojekte, aber auch Fähigkeitsziele für Europa zu entwickeln. Er wurde im Juni in Straßburg vorgestellt. Die weiteren Maßnahmen sind, dass es in einer Ratsarbeitsgruppe behandelt wird. Nach einem Abschluss, und den versuchen wir noch im November dieses Jahres zu bekommen, sollte er dann in den Trilog gehen, das heißt in die Verhandlung mit dem Europäischen Parlament, Kommission und den Mitgliedstaaten, damit das Ganze dann Gesetzestext wird. Konkret zu verhandeln geht es darum, den Bereich Forschung, die Verteidigungsforschung aufzustellen und im Bereich der Fähigkeitenentwicklung jene Bereiche zu definieren, die als zukünftige Projekte, die als Mängel in Europa definiert wurden, abzuarbeiten. Knackpunkte: Einbindung von Drittstaaten, es geht um den Finanzrahmen natürlich, es geht um Brexit, aber auch es geht um den Bereich der Intelligence Property Rights. Das heißt, die Informationen, die in Europa generiert werden, dass die nicht ein Ausverkauf in Europa stattfindet. Große Chancen hat Österreich, dass hier Forschungseinrichtungen, Universitäten, aber auch Betriebe im Bereich der Forschung tätig werden können. Hier werden Programme und Projekte bis zu 100% von der Kommission gefördert. Im Bereich der Fähigkeitenentwicklung Klein- und Mittelbetriebe im grenzüberschreitenden Einsatz hier Bonusse bekommen, das heißt eine Subvention, damit sie mitmachen. Große Chancen für österreichische Firmen, da wir sehr viele Firmen haben, in diesem Bereich arbeiten und hohe Qualität hier in Brüssel, aber auch weltweit genießen. Eine Chance, eine große Herausforderung, erfüllt mich mit Stolz, dass ich dies machen darf. Einblick nicht nur für unser BMLV, sondern gesamtstaatlich zu gewinnen und hier dahingehend diesen Fonds auszuverhandeln. Herzlichen Dank. Gerne. Alles Gute.